Willkommen, liebe Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir haben soeben den Krieg gegen Deutschland gewonnen, nachdem die versucht haben, unseren lieben alten Verbündeten Baden anzugreifen. Diese Kröten, sie sind wieder auf die Nase gefallen. Wir waren leider nicht, also wir sind von der wie heißt das, Infamie her, so hoch oben, dass es sich eigentlich nicht wirklich ausgezahlt hat, irgendetwas Bösartiges von ihnen zu verlangen, nachdem sie auch keine Kolonien haben, die wir ihnen abluchsen können, das billiger wäre, haben wir also den Krieg relativ rasch für unsere zu unseren Gunsten entschieden. Es sind relativ viele von seinen Leuten am Leben geblieben, aber wir haben auch einiges an Truppen von ihm vernichtet. Gleichzeitig sind wir relativ gut ausgestiegen und haben recht wenig verloren. Er hat jetzt noch eine Rebellion, die er dann niederschlagen muss, und da auf der östlichen Seite seines Reichs bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er da noch sehr viel überwachen kann. Ja, ich muss mich noch ein wenig zurechtfinden, weil jetzt habe ich einige Tage nicht gespielt. Ich habe lieber Dirk Gently's Holistic Detective Agency angesehen. Kann ich nur weiterempfehlen, diese Serie. Vielleicht mag das ja irgendjemand von euch mal sich anschauen. Die erste Staffel ist mehr oder weniger schon hinter uns. Jetzt warte ich auf das nächste Jahr, wenn hoffentlich die zweite Staffel rauskommt. Tja, deutsche Truppen. Wie ungewöhnlich. Meine Ostseeflotte. Ist das nicht schön? Gut. Qualio ist bankrott. Das ist mir relativ egal. So, da haben wir unsere Truppen, die nach Sench wollen. Ja. Wir haben für diesen Krieg wieder die Radikalen an die Macht gegeben. Das werden wir vielleicht jetzt nutzen, sobald wir etwas Geld haben, um die Fabriken so auszubauen, wie wir gerne hätten. Ja, da bauen wir schon eine Autofabrik, das ist sehr gut. Da könnten wir vielleicht diese Fabrik da rauswerfen. Ja, wir könnten vor allem mal alle Fabriken subventionieren. Die Fabrik raus und dafür Elektroteilefabrik. Was braucht denn so eine Automobilfabrik? Was brauchen denn so Automobile als Teile? Ja, Elektroteile. Da wir hier schon Glas produzieren im Reich, in diesem Ding, das ist vielleicht gar nicht immer so schlecht. Haben wir die raus und bauen wir da lieber eine Elektroteilefabrik.
Gummi haben wir hier natürlich nirgendwo. Schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Tirol und Posen brauchen wir. Tirol und Posen. OP Posen. Dann machen wir das auf und das wieder auf. Dann sollte das eigentlich funktionieren dort. Ach wie, der Glashütte bauen wir auch gleich rein. Gut, unsere Flotte ist hier auch wieder. Ist das eigentlich mit euch? Ah, wie steht es da noch immer rum? Noch nach Triest oder nach Venedig? Oh, gehen wir nach Venedig. Oh, da sehe ich gerade was. Zugang kriegen. Wenn ich jetzt irgendwie nicht meine Freunde seid. Ist mir trotzdem irgendwie nett, wenn ich da rein könnte, um zu verhindern, dass ihr vielleicht wahnwitzigerweise Italien gründet. Ich mache an meiner Südgrenze kein Italien. Na, 7000. Ist das süß. Und Walzverfahren. Sehr gut. Ein besseres Walzverfahren hilft uns in der Stahlproduktion. Gut. Zurück nach Mailand mit euch. Oh. Und schon wieder. Diesmal im Vatikanstaat. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir da die Beziehungen verbessern. Andererseits könnte es auch sein, dass der Vatikanstaat alleine zurechtkommt damit. Groß genug wären sie ja. Phänomenalismus, Armee, Marine, Handel, Kultur, machen wir das weiter.
Unsere Erfahrung wird gestärkt. Schauen wir mal. Plus 15. Beziehungen verbessern. Besser als 200 geht's nicht. Jetzt das nächste Mal nicht zusagen, dann haben sie halt ein Pech gehabt. Dann müssen sie halt untergehen. Könnt ihr ruhig Frankreich was dagegen tun? Nicht akzeptieren. Na, kann man auch nichts machen. Dann kann ich euch nicht helfen. Wenn man so störrisch ist, dann soll man halt untergehen. So, was haben wir gesagt? Tirol braucht auch unsere Hilfe. Hey, die bauen eine Telefonfabrik. Das ist ja cool. Und vielleicht auch eine Glasfabrik. Glaube ich, hilft für Telefone. Was soll schon passieren? Ja. Wir die gründen wieder unten Italien. Nur weil sie mir nicht helfen, nur weil sie nicht zulassen, dass ich irgendwelche hoch. So haben wir in Wien eine Schlacht geschlagen. Das gefällt mir aber gar nicht. Da hat sich doch tatsächlich ein elendes Ding abgesondert. Ein Husar. Gut, du kriegst auch einen neuen Anführer. Oder du kriegst einen Anführer, sagen wir mal so. Johann von Grünne, der schaut gut aus. Also kriegst du einen neuen Namen, und zwar kriegst du den Namen... Oh. Die erste Armee heißt jetzt die 5. Kolonialarmee. Und die kriegen auch einen Anführer. Auf Hüttenberg, Hoffmann, Maximilian von Habsburg, schickt man den da in die Wüste? Nö. Den merken wir uns aber für... So, und du wirst die 15. Armee entfernen. Jo. Ah, sehr gut. Der Vatikanstaat wird tatsächlich fertig mit seinen eigenen Rebellen. Gut. Und wir haben das Jahr 1892 erreicht. Ein Haufen neuer Liberaler. Na, vielleicht geht sich hier irgendwann in nächster Zeit noch eine Reform aus. Vielleicht sollten wir langsam anfangen, dann doch demokratisch zu werden oder demokratischer, sagen wir es mal so. Gut, schauen wir mal, was wir da alles bauen können, müssen, sollen, bevor wir wieder zu den Liberalen gehen. Alfeld hat eine gesamte Reihe an Bekleidungsfabriken. Böhmen ist sowieso ein Wahnsinn, was das betrifft. Dalmatien ist irgendwie versorgt.
Die bauen sich vielleicht noch ein Sägewerk rein. Dann ist das mit der Möbelfabrik ein bisschen besser. Das Sägewerk Bad Segeberg. Kennt ihr das? Nein? Naja, kann man nichts machen. Isterin hat eine Dünger- und Sprengstofffabrik, dann bauen wir noch Artillerie dort. Kroatien ist auch versorgt. Ah, die könnten vielleicht auch ein Sägewerk bauen. Wenn wir es finden, heißt es da. Ja, Kärnten baut auch irgendeinen Schrott. Das, tschüss. Das brauchen wir echt nicht, dieses Werk. Na geh. Lombardei, was tust du? Ach, pfeif auf das. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Ich soll vor allem diese Dinge hier bauen, weil wir haben ja da Seide im Land. Da geht das doch irgendwie besser. Im schlimmsten Fall muss man halt Seide importieren. Gut, mehr. Ist da irgendwie nicht ganz so gut drauf. Ostgalizien ist ein Wahnsinn auch. Die bauen und bauen und bauen. Ost-Siebenbürgen. Oh, machen wir da auch noch was rein. Posen haben wir schon gesagt. Wow. Das ist ein mieses Land. Die gefälligst zu deinen Handfeuerwaffen Schlesien. Wenn ihr schon gebaut habt, müssen die ja gebaut werden. Slavonien scheint auch gut versorgt zu sein. Ich weiß zwar nicht genau, warum wir da eine Weinverwinzerei haben, aber so ist. Vielleicht auch Handfeuerwaffen dorthin bauen. Munition haben wir hier ja schon. Okay, Konstantinopel auch ziemlich voll schon. Da bauen wir auch noch ein paar Sachen rein. Vielleicht auch nochmal Handfeuerwaffen. Die sollten eigentlich ganz gut gehen in der Welt. Ich brauche noch eine Artilleriefabrik. Siebenbürgen scheint auch alles in Ordnung zu sein. Mal sowas dazu. Zentralungarn. Noch eine Konservenfabrik. Wir haben relativ wenig Konservenfabriken und in Zentralungarn gibt es Essen. Österreich soll das doch beibehalten. Dann bauen wir noch eine. Huch.
Warte mal, haben wir da schon eine Waffenfabrik? Ja, haben wir schon. Dolm. Tschüss. Tschüss. Das bringt gar nichts. Na, das war ein Fehler. Naja, gut. Soll sein. Aber mehr Treibstoff. Treibstoff braucht das Land. Hier eine Färbemittelfabrik. Da können wir vielleicht auch gleich eine Stofffabrik herbauen. Ist das nicht Weberei, eine Stofffabrik? Auch da hat jemand rebelliert. Na, Ork. Ist das arg? Hey, wir sind schon Zweiter. Sehr gut, nur noch etwa 50 Punkte hinterm ersten Platz entfernt. Wahnsinn. Unsere ganzen Siege gegen Deutschland haben ja doch was gebracht. So, wohin mit euch? In die deutsche Grenze? Nö. Was schickt man nach Poschega oder nach Shishak? Shishak? Na, Poschega ist gut. So, du brauchst einen Husan. Das heißt, und du brauchst einen Dragoner. Dann holen wir uns doch gleich da einen. Ich glaube, danach bauen wir auch gleich wieder die 16. Armee. Juhu, Traktoren. Rebelliert. Finde ich gar nicht gut. Diesmal war es eine Artillerie. Truppen sind alles sehr eigenwillig, die wollen alle irgendwie unabhängig sein. Na gut, an dieser Stelle werde ich wieder kurz Schluss machen. Wir werden Venezuela noch einmal die Meinung steigern. Und vertraut. Wir haben mehr Gummi. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne gute Nacht. Mal schauen, ich werde es jetzt wirklich etwas kürzer immer handhaben, diese Dinger. Weil ich mir auch nicht mehr so viel Zeit nehme zum Spielen und wer weiß. Ja, vielleicht kann ich dann eine Folge zum Beispiel pro Tag mehr aufnehmen. Okay, dann wünsche ich euch mal kurz alles Gute. Eine schöne gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.